Eine Tatortrekonstruktion in 3D. KI-Bildbearbeitung, ein Blutzeitstempel und Bodyscans vom menschlichen Skelett. Wenn die Polizei nicht mehr weiter weiß, müssen die digitalen Forensiker ran. Mit neuen, innovativen Methoden. Man ist immer aufgeregt und die Frage, die man sich immer stellt, habe ich jetzt eigentlich alles bedacht? Oder gibt es irgendetwas, was wir eigentlich nicht richtig durchdacht haben, was wir nicht richtig berechnet haben? Ihr Headquarter, die Hochschule Mittweida in Sachsen. Hier gründet Dirk Labudde 2014 Deutschlands ersten Bachelorstudiengang Allgemeine und digitale Forensik. Er unterrichtet seitdem angehende Kriminalbeamte und erstellt Gutachten vor Gericht. Wie in den berühmten Prozessen um die Berliner Goldmünze und Gil Ofarim. Das ist ein super Gefühl. Dass man mithelfen kann, also das ein oder andere Verbrechen mit aufzuklären oder eben das richtige Strafmaß zu finden, nachher als Gutachter vor Gericht und so. Also da drin steckt auch viel sozusagen, also Herzblut für die Sache und man kann natürlich auch vielen Leuten etwas zurückgeben. Sein prominentester Fall in den letzten Monaten ging durch alle Medien. Leipzig, 4. Oktober 2021. Gil Ofarim will ins Hotel einchecken, doch der Manager fordert den Musiker auf, seinen Davidstern abzunehmen. So zumindest verbreitet Ofarim die Geschichte in den sozialen Medien. Der Hotelmanager streitet das jedoch ab. Wer lügt, soll Labudde herausfinden. Dieser Begriff digitale Forensik ist ja genau das, was wir sagen. Also wir werten digitale Asservate aus, also vom Handy, PC, Laptop, Tablet und so etwas. Also das die Seite. Und immer dann, wenn eigentlich beide Seiten miteinander verbunden werden müssen, dann sind wir eigentlich im Spiel. Also wir digitalisieren etwas und bringen sozusagen also sowohl digitale Daten, ja, und auch also herkömmliche klassische Spuren zusammen, ja, also die dann in diese Tatrekonstruktion einfließen. Aus dem Hotel gibt es zwar ein Überwachungsvideo, doch auf dem ist nicht zu erkennen, ob der Musiker die Kette mit dem Davidstern trägt. Die Aufnahmen sind zu unscharf. Die digitalen Forensiker versuchen daher im ersten Schritt, die Qualität der Bilder zu verbessern. 40, Achtung! So, gehen wir nur ein Müh zurück, ein Stückchen, und den brauchen wir. Dann schneiden wir nur diesen Bereich zu und dann verbessern wir das so. Dafür setzt das Team um Labudde auf klassische Bildbearbeitung und KI. Die errechnet die fehlenden Pixel und glättet die Kanten. So erhalten sie das Bild in doppelter Auflösung. Das sind diese 10 Frames, wo er sich so aufdreht, sodass es dann mit der Super-Resolution. Also er bewegt sich ja wirklich extrem. Sind das jetzt Reflexionen, die von der Faltung des T-Shirts kommen? Oder ist da wirklich eine Kette? Das Team schaut sich jedes einzelne Bild des Videos ganz genau an. Doch sie können die Kette nicht entdecken. Also wir haben jetzt jeden einzelnen Streifen, Reflexionen, ja, also versucht zu analysieren und sind zu dem Schluss gekommen, dass es also überhalb, also auf dem T-Shirt, ja, also keine Kette gibt. Was wir nicht sagen können, ist, ob der Stern wirklich da war, also ob er wirklich reflektiert. Also das heißt also, auch das muss jetzt erstmal überprüft werden. Dafür müssen Sie die entscheidende Szene am Originalschauplatz nachstellen. Einmal mit und einmal ohne Kette. Um herauszufinden, hat Gil Ofarim gelogen oder kann man die Kette auf dem Überwachungsvideo gar nicht sehen? Einer seiner Auftritte vor Gericht, 2 Jahre zuvor, war ein noch spektakulärerer Fall. In der Nacht vom 27. März 2017 wird die 100 Kilo schwere Goldmünze Maple Leaf geklaut. Wert 3,75 Millionen Euro. Die Polizei nimmt 3 Tatverdächtige fest, Mitglieder des Remo-Clans. Außerdem gibt es Videoaufnahmen, die die Täter offenbar beim Auskundschaften zeigen. Die ursprüngliche Anfrage war eigentlich, können wir die Kleidungsstücke, die sozusagen gefunden wurden, ja, also mit den Kleidungsstücken abgleichen, die im Video zu sehen sind. Und daraus entwickelte sich dann auf einmal aber auch so eine Parallelaufgabe, kann ich irgendetwas über den Gang der Personen, die sozusagen an dieser Tat beteiligt sind, irgendwie aussagen. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir also sagen, also versuchen wir es mal mit einem anderen biometrischen Maß. Und zwar mit einem eigens erstellten digitalen Skelett. Denn das menschliche Skelett ist fast so individuell wie ein Fingerabdruck.
Dadurch wären die Personen auf den Überwachungsaufnahmen eindeutig zu identifizieren, obwohl sie ihre Gesichter verbergen und ihre Gangart verändern. Wir betreten Neuland und dann ist man natürlich also aufgeregt. Also ist die Methode wirklich so, wie wir sie verstanden haben? Oder gibt es Kritikpunkte, Fehlerquellen, die wir gar nicht gesehen haben? Denn die Forensiker müssen für diese neue Methode alles selbst entwickeln. Auch diesen sogenannten Bodyscanner, mit dem sie Personen vermessen. Anhand von charakteristischen Punkten und Gelenkpositionen können sie dann von diesen ein digitales Skelett erstellen. 90 Grad Beugung und die jetzt noch mal ein bisschen nach oben. Ja. Und wieder nach unten und nach vorne. Ja, okay. Wenn wir dann nachher alle diese Punkte miteinander verbinden, ja, dann entsteht eine Abstraktion, ja, also der Individualität des Menschen bezogen auf seinen Bewegungsapparat. Und da ist genügend Information drin, um zu sagen, das ist Person 1 und das ist eben Person 2. Denn nur eine von 10 Milliarden Personen hat das gleiche Skelett wie eine andere. Es wäre also ein ziemlich eindeutiger Beweis. Daher vermessen sie auch die Tatverdächtigen in der JVA. Daraus programmieren sie am Computer einen virtuellen Zwilling und bauen das Gangbild des Verdächtigen nach. Diese Strichmännchen legen die Forensiker auf die Bilder der Überwachungskamera. Das ist ein Match. Ja, also wir vermessen dann also in diesem dreidimensionalen Raum und sagen, okay, der hat eine Schulterhöhe, der hat eine Kopfhöhe. Ja, und wenn man ihn gerade aufrichten würde, hätte er wieder eine Körpergröße. Also haben wir drei so eine Maßzahlen, dann erstmal unabhängig, ob er die Körperhaltung jetzt verstellt oder nicht, ist eigentlich dem System, Rick, ja, also unserem Skelett völlig egal. Labutte glaubt, die Täter überführt zu haben. Doch vor Gericht kann er seine neue Methode nicht verständlich erklären und es fehlen Vergleichsdaten. Die Richterin kritisiert daher sein Gutachten. Trotzdem verurteilt sie die Täter aufgrund anderer Beweise. Also man hat natürlich ein Gefühl des Scheiterns und einem ist es mega peinlich. Und ich bin dann raus und habe gesagt, okay, ich muss mich jetzt erstmal irgendwie beruhigen. Bin also in die nächste Eckkneipe, trinke jetzt erstmal mit mir alleine ein Bier. Seine bis dahin größte Niederlage. Der Kampf gegen das Verbrechen ist damals bereits seit 5 Jahren seine große Leidenschaft. Dabei war Dirk Labutte nicht immer digitaler Forensiker, hat an der Hochschule zuvor Bioinformatik unterrichtet. Und die neue Aufgabe ist nicht immer einfach. Oft nimmt der 57-Jährige Arbeit mit nach Hause, verschließt sich in seinem Arbeitszimmer. Auch daheim kann der Vater von 3 Kindern nicht vom Job abschalten. Ja, jetzt muss ich natürlich auch etwas gestehen. Also ich habe meiner mittleren Tochter mal gesagt, also da war die noch relativ klein, da durfte die dann, also jung, durfte die auf eine Party. Und am nächsten Tag habe ich dann gesagt, ich sage, und übrigens, ich würde gerne mal wissen, also wer der Junge auf diesem Bild ist, dem du gerade einen Kuss gibst und so. Ich wusste nicht, dass so eine Bilder existieren, ich schwöre, wirklich. Dann hat sie aber gesagt und sich gewünscht, sie möchte einen ganz normalen Vater haben. Ob normal oder nicht, Dirk Labutte ist vor allem hartnäckig, wenn es um seine wissenschaftliche Arbeit geht. Das zeigt sich bei der Niederlage im Goldmünzenprozess. Aufgeben ist keine Option. Der Wunsch, es wieder gut zu machen, die freigesetzte Energie, um das zu erforschen, ist einfach gestiegen. Und diese Niederlage ist sozusagen also gekippt in Ehrgeiz und ganz viel Energie. Und so geben die digitalen Forensiker nicht auf. Machen weitere Messungen und sammeln Daten, um das Gericht beim nächsten Mal überzeugen zu können. Und nur wenige Monate nach der Niederlage im Goldmünzenprozess ergibt sich für die Wissenschaftler eine zweite Chance. 13. Dezember 2017. Ein Unbekannter überfällt mit vorgehaltener Pistole eine Tankstelle und flieht mit der Beute auf dem Motorrad. Die Polizei ermittelt 2 Verdächtige. Da die Täter jedoch einen Helm tragen, ist ihr Gesicht nicht zu erkennen und sie können nicht eindeutig identifiziert werden. Das Gericht wendet sich daher an Professor Labutte und sein Team. Man hat natürlich dann immer im Hinterkopf sozusagen, ich will es wieder gut machen. Ich will auch beweisen, dass unsere Methode wirklich hinhaut. Und wir haben den Fall übernommen und haben gesagt, also wir können also Personen ein- und ausschließen, wenn wir Folgendes machen.
Ja, also mit dieser Methode, die Rigs berechnen, also anfertigen, erstellen und dann sozusagen über das Videomaterial legen. Wenn Sie daran Interesse haben, dann würden wir das durchführen. Und der Richter ist also dieser Empfehlung gefolgt und hat gesagt, okay, dann machen Sie das. Die digitalen Forensiker fahren daraufhin mit ihrem 360-Grad-Laserscanner zur Tankstelle zwischen Leipzig und Dresden. Damit kann das Team ein 3D-Modell vom Tatort erstellen und so die reale in die digitale Welt übertragen. Das ist wichtig, um die genaue Position der Überwachungskamera festzustellen. Nur so stimmen später im 3D-Raum die Proportionen überein. Außerdem können die Forensiker so in die Vergangenheit eintauchen, um offene Fragen zu klären. Eine Zeitreise zurück an den Ort und die Zeit des Verbrechens. Mit diesen Informationen und dem digitalen Skelett des Verdächtigen versuchen die Forensiker dann zu beweisen, ob sie die Personen aus dem Überwachungsvideo sind oder nicht. Dann legt man das Rig oben drüber. Zuerst das grüne Skelett des Tatverdächtigen Nummer 1. Also jetzt sehen wir es hier, ja, also dass die Schultern überhaupt nicht passen. Jetzt, wenn wir nach hinten biegen würden, ja, dann würde es also der mechanischen, also der biomechanischen Bewegung des Gehens überhaupt nicht entsprechen. Auch das Rig vom zweiten Tatverdächtigen passt nicht. Aber wie sieht es bei dem Motorradfahrer aus? Die Person kann sozusagen definitiv nicht auf dem Motorrad gesessen haben, ja, weil also die Geometrie Oberschenkel, Unterschenkel, ja. Knie, ja, also eine ganz andere ist. Ihre letzte Chance, der zweite Tatverdächtige. Also hier ist quasi ja. Schulter, ja. Dann ist in dem Bereich das linke Ellenbogengelenk. Ja. Und dann, ja, dann kommen die Handschuhe schon. Wir haben an dem Rig des Motorradfahrers gesehen, es ist nicht auszuschließen. Ja, also muss dann entweder die Ermittler, ja, oder das Gericht sagen, okay, wir haben noch eine zweite Spur. Ja, oder noch einen zweiten Beweis, den würden wir jetzt würdigen. Und wenn wir diese beiden Beweise nehmen, ja, also dann ist eigentlich die Tathandlung beweisbar. Aber vielleicht hat der Motorradfahrer von dem Überfall gar nichts mitbekommen. Aber wenn er da steht, also zeig noch mal das Tankfeld richtig. Ja, warte. Dreh mal so rein, deswegen haben wir es ja so schön, wenn ich jetzt hier noch ein Stück stehe. Im 3D-Modell überprüfen Sie, ob der Motorradfahrer freies Blickfeld auf den Räuber in der Tankstelle hatte, als dieser ein Zeichen gab. Das heißt also, beide haben also hinreichend nonverbale Kommunikation betrieben. Ja. Ja, also so, dass beide wirklich an dieser Tat, ja, also beteiligt waren. Weil es noch weitere Beweise gibt, verurteilt das Gericht den Fluchtfahrer zu 5 Jahren Haft. Nach der bitteren Niederlage in Berlin kann der digitale Forensiker nun einen Erfolg feiern. Naja, also abfeiern nicht, weil es geht ja natürlich auch immer irgendwie auf der anderen Seite um Menschen. Ja? Also du hast jetzt irgendwie gesagt, okay, also die Tatbeteiligung ist damit sozusagen also erbracht und er muss jetzt sozusagen also sein Urteil entgegengucken und dann auch die Bestrafung oder die Strafe nachher antreten. Aber wissenschaftlich gesehen, ja. Also, dass man sich darüber freut und sagt, also ja, es geht einer. Und genauso funktioniert eigentlich diese Methode und jetzt werden wir also mit der Methode weitermachen. Das ist ja immer dieser Igel- und Hase-Wettlauf. Und um dem Bösen einen Schritt voraus zu sein, tüfteln die digitalen Forensiker bereits an einer verbesserten Methode ihres Bodyscanners ohne Drehteller. So, willkommen in der Zukunft. Dieses kleine Teil ist sozusagen also eine Steuereinheit mit einer Kamera dran. Zu einem Zeitpunkt werden 64 Bilder gemacht. Ja, also so wie das gedreht wurde, ist jetzt sozusagen also eine Aufnahme. Das heißt, es gibt keine Bewegungsunschärfen mehr. Ja, also und dann ist sozusagen also dieses 3D-Modell, ja, der digitale Zwilling ist also viel, viel exakter. Das ist die große Hoffnung. Ende diesen Jahres soll die Cave das erste Mal zum Einsatz kommen. Können die digitalen Forensiker ihre Erfolgsserie auch im Prozess gegen Gil Oferim fortsetzen? Hat der Musiker die Kette mit dem Davidstern getragen oder nicht? Am Originalschauplatz stellen Sie die entscheidende Szene nach. Zur gleichen Uhrzeit, damit alles identisch ist, wie die Lichtverhältnisse und mit den gleichen Kameraeinstellungen.
Ein Polizist simuliert mit der Jacke von Gil Ufarim alle Bewegungen. Einmal mit besagter Kette und einmal ohne. Zurück an der Hochschule werten die digitalen Forensiker die Aufnahmen der Überwachungskamera aus. Nochmal. Ja, also hier kommt er denn, hier reflektiert er nochmal, gehen wir zurück. Ja, so. Und jetzt siehst du wirklich, dass es also zusammenhängende Pixel sind, dass der Stern, wenn er auf dem T-Shirt ist, siehst du den Stern. Zusammengefasst, er hat den Stern nicht über dem T-Shirt getragen. Diese Ergebnisse präsentiert Dirk Labudde am 15. November letzten Jahres vor dem Leipziger Landgericht. Die Lüge kommt ans Licht. Das war ein komisches Gefühl. Und ansonsten ist es immer so, also man ist froh, dass so ein Prozess vorbei ist. Es ist ja auch eine relativ physische und psychische Anstrengung eigentlich. Ja, also da wirklich in so einem Gerichtssaal zu sitzen und die Fragen möglichst so zu beantworten, dass es nicht Folgefragen und Folgefragen gibt und vor allen Dingen die Wahrheit wiederzugeben. Und wenn es so eine Erfolge sind, dann freut man sich natürlich doppelt. Digitale Forensiker können Fälle lösen, in denen die Polizei und Staatsanwaltschaft nicht weiterkommen. Dirk Labudde und sein Team sehen, was andere nicht sehen. Man könnte auch sagen, sie machen es überhaupt erst sichtbar.